Bis hier runter zum Ring hat man das nicht so richtig gehört. Das geht noch lauter. Deshalb nochmal die Frage. Südstadt, seid ihr bereit für den Hauptkampf? Wir kommen nun zum IBO Continental Championship Titelkampf im Halbschwergewicht. Angesetzt auf 10 Runden zu je 3 Minuten. Auf dem Weg in die blaue Ecke, der Herausforderer aus Serbien, from Serbia, Marko Nikolic. Was Sie da hören, sind keine Buhrufe, sind ein paar Pfiffe, aber es ist auch eine Sirene, die quasi den Einmarsch von Marko Nikolic signalisieren soll. Der 33-jährige Serbe, der ja 32 Profikämpfe bestritten hat und 30 gewinnen konnte. Michal hat gemeint, der härteste Gegner bis jetzt. Bin gespannt für Bernardin Jaka, denn schon im November hat er eben um diese IBO Continental Meisterschaft geboxt. Und damals gegen Nasser Bokenia aus den Niederlanden einen Punktesieg, einen ja, knappen errungen. Ja, die nicht ganz fair, diese serbische, kosovarische Fangemeinschaft hier. Also da geht's um mehr als um einen Boxkampf, dann auch dieses Duell zwischen Marko Nikolic und Bernardin Jaka. Das war vielleicht dann doch keine Sirene. Nein. Hat sich so angehört. Das waren schon Buhrufe, ja. Ja, tut mir leid. Es war so laut. Ich habe auch im ersten Moment geglaubt, das ist die Einmarschbühne, die so beginnt, aber es waren die Buhrufe. Ist doch komisch, dass er keine hat, oder hat man sie vergessen? Fragezeichen. Dann noch eine Frage. Seid ihr bereit, dass wir den zweiten reinholen? Auf dem Weg in die rote Ecke begrüßen wir gemeinsam vom Thai Cross Gym für Österreich den Titelverteidiger Bernardin Also da kommt da Bernardin Jakai, der 25-jährige IBO Continental Champion, die Nummer 60 der Weltrangliste im Halbschwergewicht bis 79,3 Kilogramm. Da steppt der Bär, die Halle steht. Also das wird eine sehr emotionale Angelegenheit und da sehen wir auch die Fans. Seine Verlobte ist heute auch hier mit dabei und hofft natürlich auf den 14. Sieg im 14. Kampf für Bernardin Jaka. Der Mann, der im Kosovo geboren ist, mit 6 Jahren mit der Familie nach Wien übersiedelt ist und bevor mit dem Kickboxen begonnen hat mit 12. In der blauen Ecke, kommt aus Serbien, ist 33 Jahre alt und hat bisher 32 Profikämpfe absolviert. Nur 2 Mal musste er sich geschlagen geben, 30 Mal ging er als Sieger aus dem Ring. Marko Nikolic. Ja, darauf musste er sich einstellen wahrscheinlich. Der Mann in der roten Ecke, Bernardin BJ Jaka, boxt für das Thai Cross Gym.
Er ist 25 Jahre alt und hatte gestern beim offiziellen Wiegen ein Kampfgewicht von 79,3 Kilogramm. Er hat eine perfekte Kampfbilanz von 13 Kämpfen und 13 Siegen. Er boxt für Österreich und er ist der aktuelle Champion im Halbschwergewicht. Bernardin Bicicicco! Die Punktrichter sind Günther Ecker, Gerhard Siegel und Hilmi Baci. Ringrichter ist Herr Ilhan Homovic. Wir wünschen beiden Athleten und uns einen spannenden und fairen Kampf. Let's get ready to rumble! Jan Homovic, der Ringrichter. Marko Nikolic, deutlich größer, das haben wir jetzt gesehen, als Bernardin Jakaj. Aber das heißt nichts, das heißt nur, dass er... Ja, da ist so richtig Stimmung jetzt. Das ist aufgeheizt. Das ist ein Länderkampf. Die Halle bebt definitiv. Round one, ringfrei zur ersten Runde. Die erste von 10 Runden. Jetzt geht's los. Beide Kämpfer bringen natürlich hier die Führhand, das erste Abtasten. Da geht es zwar um keinen Titel, aber natürlich auch um wichtige Punkte in der Rangliste. Wenn man einen starken Gegner bezwingt, dann kommt man höher auf, bekommt dann auch Chancen gegen richtige Kaliber zu boxen. Ich würde meinen, dass ein Sieg würde heute ungefähr 15 bis 20 Plätze. Und dann ist man schon dringend dort bei der EU-Meisterschaft mit dabei, bei der Europameisterschaft, so einen Titel zu boxen, wie es Timmy Schaller vorher angesprochen hat. Bernardin kann heute wirklich aufzeigen, auch international. Das ist eine Riesenchance für ihn. Technisch sehr stark, sehr gut ausgebildet. Sehr schöner Aufwärtshaken, den wir hier gesehen haben. Eine sehr ausgefeilte Technik. Ja, wieder so ein Aufwärtshaken, ein Rechter von Jakaj. Kommt hier sehr schön durch. Mit dem Titel auch viel Selbstvertrauen tanken konnte, sich gut vorbereitet hat, ohne Probleme in den letzten Wochen. Sein größtes Problem ist, das Gewicht zu machen, dann runterzukommen auf diese 79,3 Kilogramm, aber das hat er auch geschafft. Und die erste Runde zeigt schon, wohin dieser Kampf gehen kann. Jakaj hat hier ein klares Konzept und der setzt das auch wirklich um. Hier wieder, schöne Rechte. Ja, dann wird das auch schon ein richtig hitziger Fight. Das sind sehr, sehr schöne Wirkungstreffer, die wir hier auch sehen. Ah, gute wieder. Linke. Sehr schöner gerade. Linker Jab. Zum Schluss hat er doch Nikolic kurz bemerkbar gemacht und vorgestellt bei Jakaj. Starke erste Runde des Österreichers. Ja, geht hier natürlich ganz klar rein. Und hier sehen wir es, diese Haken, Aufwärtshaken. Die treffen genau hier, dieser rechte Aufwärtshaken, der getroffen hat. Aus meiner Sicht ist das auch
jetzt, auch in der Anfangsphase, ein entscheidender Schlag. Er muss schauen, dass er immer wieder diesen rechten Aufwärtshaken bringt, weil da dürfte der Serbe eben entsprechend offen sein. Der Serbe hat auch schon im vergangenen Jahr auch um einen Titel geboxt, um den WBC Intercontinental Titel im Supermittelgewicht, hat verloren in der zweiten Runde. Ja, K.O. gegangen gegen Ivan Zubko aus Italien. Viermal hat er schon um einen Titel geboxt. Also der weiß, worum es auch geht. Und Timo Schall hat es angesprochen. Der ist auch, wenn es um den Titel geht, dann fast zu teuer gewesen. Und nicht finanzieren können. Hat sich hier quasi in die Höhle des Löwen begeben. Weil das hört man schon, die Anfeuerungen, beziehungsweise auch die Anfeindungen für Nikolic. Ja, Nikolic dürfte in der Ecke die Anweisung gekriegt haben, etwas kompakter dazustehen. Man sieht, ganz klar die Doppeldeckung, aber trotzdem. Jacke kommt hier mit der linken durch, wieder die linke. Die ist feilschnell. Ja, das war ein guter Konter jetzt von Jacke. Das Publikum ist da. Harte Schläge, muss jetzt Nikolic einstecken. Jetzt muss er nachsetzen. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ganz stark von Bernardin Jacke. Kommt immer wieder mit der linken durch, das ist sehr gut. Mit der linken tut er vorbereiten und dann kommt er mit der rechten rein. Geschickt mit einer starken Deckung und dann eben diese linke, die durchkommt, vorbereitet und wenn es geht, mit Möglichkeit den rechten Uppercut oder den rechten Haken hinterher. Ja, Nikolic tut sich schwer aus der Distanz, da das Mittel zu finden. Ich muss auch sagen, das ist auch wirklich jetzt ein anderes Niveau. Da sieht man, wie ausgebildet diese zwei Boxer sind, wie fit, wie durchtrainiert. Es war eine starke Runde wieder von Bernardin Jacke, der das Publikum mitnimmt. Aber Marko Nikolic darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn man 32 Profikämpfe in den Fäusten hat und 30 davon gewonnen, darf man ihn nicht unterschätzen. Aber Bernardin Jacke macht das hier wirklich hervorragend. Er bringt die linke und dann setzt er sofort nach, so wie hier. Und hier haben wir gesehen, der Aufwärtshaken, der linke, der reingegangen ist. Aber er kann mit dem rechten Aufwärtshaken genauso punkten. Hier, sehr schön. Er bereitet mit der linken vor und setzt dann anschließend mit variablen Schlägen nach. Seconds out. Ja, da stehen noch harte 8 Runden bevor. Ringfrei zur dritten Runde. Sehr intensiv, da muss man wirklich fit sein, um das auch hier über die volle Distanz zu überstehen. Gilt für beide Athleten natürlich. Mal sehen, ob sich da jetzt was ändert an der Taktik, an der Herangehensweise. Weil die ersten Runden waren sehr intensiv. Nikolic dürfte außerdem über dem linken Auge schon eine Schwellung haben, wenn ich es richtig gesehen habe. Würde mich nicht wundern. Wäre natürlich für Bernardin Jacke ein Riesenvorteil. Ah, wieder so einer.
Deckungsarbeit hervorragend von Bernardin Jakai. Ja, sehr gut. Wieder die Aufwärtshaken. Der erste wirklich schöne Körpertreffer. Man merkt schon, er boostet. Ah, und da kommt der Leberhake! Und das Publikum ist da. Er geht zu Boden mit Angesicht. Zum ersten Mal in der dritten Runde nach ungefähr 1:10. Ein hervorragender Körpertreffer. Da hat man die Variabilität gesehen auch von Jacke, der jetzt gleich nachsetzen wird oder nachsetzen wieder möchte. Wer weiß, wo die Schwachstelle ist. Genau, immer die Aufwärtshaken bringen. Das ist der Punkt. Körperkopf. Ganz stark von Bernardin Jacke. Ja, okay, mal eine rechte jetzt von Nikolic auch. Wieder die linke. Ja, Bernardin Jacke dominiert den Kampf nach allem Belieben. Er arbeitet mit der Linken sich nach vorne und bringt dann die Aufwärtshaken und geht in den Körper auch noch hinein. Wieder. Das ist toller Boxsport, den wir sehen. Vor ausverkauften Haus in der Südstadt. Ja. Wieder die Aufwärtshaken. Da sitzt jeder Treffer. Ja, Nikolic ist etwas angeschlagen. Bekommt hier einen linken Haken serviert. Kommt selbst überhaupt nicht durch bei Bernardin Jacke. Der immer wieder nachsetzt, der sich immer wieder gut befreien kann. Und genau diese Treffer, sie sind ja extrem wuchtig. Starke Runde wieder von Bernardin Jacke. Es war die dritte von 10. Und er hat ganz klar die Nase vorn in diesem Kampf. Im Halbschwergewicht gegen Marko Nikolic. Ja, da ist jeder Schlag ein Treffer. Man sieht es hier. Es geht alles in die Doppeldeckung und jetzt sehen wir es, die Aufwärtshaken. Hier, genau in den Körper hinein. Und das war wichtig, dass sich der Gegner nicht darauf einstellen kann, ja, auf dieses Muster, sondern man muss variieren, man muss den Gegner beschäftigen. Und vor allem in den Körper hineingehen, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Der moderne Boxsport lebt von Körpertreffern. 80% der K.O.s entstehen durch Körpertreffer. Ja, es ist wirklich intensiv geführt, dieser Kampf. Ich bin gespannt schon, wie das da weitergeht. Der Freitagsabend-Thriller ist im Gange. Und jetzt darf man euch nicht mehr wegschalten. Ah, das ist eine hervorragende Taktik, die Bernardin Jacke hier bringt. Er arbeitet sich langsam mit der Linken nach vorne und dann setzt er Zweier-Dreier-Kombinationen, Aufwärtshaken, Körperhaken, ist variabel. Nur nicht nachlassen. Wir haben schon viele Kämpfe gesehen, wo es dann plötzlich kippt bei so einem langen Kampf und dann ist man in der Defensive oder sogar am Boden. Er muss natürlich schauen, dass er dieses Tempo hält. Das ist ganz wichtig. Das Publikum ist da. Wieder ein schöner Körpertreffer und der Aufwärtshaken. Ja, noch einmal. Nikolic ist am Verteidigen. Das ist klar zu sehen. Nicht mit dem Kopf zusammenstoßen. Das ist gefährlich, ja. Kann man gleich einen Cut auch haben. Guter rechter Haken. Wieder schön durchgekommen mit der linken. Dominiert mit der Führhand nach Belieben. Bernardin Jacke.
das Tempo ein bisschen rausgenommen. Verständlich nach dieser Anfangsphase, den ersten drei Runden. Wieder schöne Aufwärtshaken. Gleich drei hintereinander. Dazu noch mit der rechten. Sehr schöne Rechte. Von Yakai. Ja, noch 10 Sekunden, jetzt sollte er noch eine oder zwei gute Aktionen setzen. Ja, gut. Wunderschön aufattacken, jawohl. Da wird alles geboten. Jetzt bei diesem Highlight des Abends zwischen Yakai und Nikolic. Ja, er macht das ganz toll. Wir sehen es hier mit diesen Zweierkombinationen. Hier Fans. Der Aufwärtshaken. Fans kommen voll auf ihre Rechnung. Wieder. Er arbeitet mit der linken vor und setzt dann mit der rechten, so wie hier, nach. Seconds out. Und variiert aber diese Rechte. Das ist ja das wirklich Schöne bei dem Kampf. Round 5, ringfrei zur fünften Runde. Nikolic weiß, jetzt muss er auch langsam Runden gewinnen. Wir nähern uns der Halbzeit. Er hat dazu noch einen Niederschlag, was auf jeden Fall einen Punkt weniger bedeutet. Und jetzt mit dem Kopf zusammengestoßen, das ist gefährlich, ja. Aufpassen da. Und da ist so viel Adrenalin mit dabei, das spüren die kaum wahrscheinlich. Wieder in den Körper und mit der rechten nachgesetzt. Yakai macht das geschickt, er bereitet sich den Gegner immer davor, setzt im richtigen Moment nach, auch wenn jetzt nicht mehr ganz so viel Tempo drin ist, verständlicherweise, aber das macht er extrem geschickt. Er bereitet immer mit der linken vor und setzt dann an und für sich mit Kombinationen nach und das ist hervorragend. Jetzt einmal Nikolic in der Ringmitte. Wieder aber die rechte. Gute Linke. Bernhard Yakai lässt den Serben auch nicht wirklich in den Kampf hineinkommen. Also er bereitet, wie gesagt, immer wieder mit der Linken vor, setzt dann mit Kombinationen nach. Dadurch wird der Serbe natürlich auch gestört und kann seinerseits sein Konzept, seine Schläge nicht bringen. Funktioniert nicht. Der Halbzeit in diesem Kampf im Halbschwergewicht zwischen Yakai und Nikolic, der jetzt die Schlussoffensive hier sucht in der fünften Runde. Aber
schon gezeichnet ist. Aber wir wissen, angeschlagene Boxer sind oft die gefährlichsten. Und Nikolic ist angeschlagen. Ja, hier wieder der Aufwärtshaken. Das geht voll an die Substanz. Wieder. Seconds out. Immer diese Kombinationen hier, der Aufwärtshaken wieder. Hervorragend. Sehr variabel. Round 6. Ringfrei zur 6. Runde. Also, falls Sie jetzt erst zu uns gekommen sind, zu ORF Sport Plus, haben Sie einiges verpasst. Wir sehen im Halbschwergewichtskampf zwischen Bernardin Jakai und Marko Nikolic. Und der Österreicher Jakai zeigt hier eine grandiose Vorstellung bislang gegen den starken Serben Nikolic. Geht über 10 Runden. Taktisch und technisch brillant. Und das Publikum ist auch gleich wieder da. Die Unterstützung ist auf der Seite von Jakai, der nur nicht nachlassen darf. Die Deckung muss stabil bleiben. Er muss sich gut bewegen und dann wieder diese Treffer landen. Genau das ist das Patentrezept. Genau diese Doppeldeckung mit der linken vorarbeiten und dann die Kombinationen setzen. Bin gespannt, ob Marko Nikolic da noch zurückfinden kann. Nochmal attackiert, riskiert eventuell. Der will nicht verlieren mit dieser Bilanz, die der hat. Wir sind ja schon in einer fortgeschrittenen Rundenzahl. Es ist verdammt schwer, jetzt noch irgendwie ins Konzept reinzufinden. Da muss schon ein Wunder passieren. Und so wie Bernardin Jakai heute hier boxt, ist das wahnsinnig schwer für ihn. Ja, es geht in die Doppeldeckung. Hier mal eine Links-Rechts-Kombination vom Serben, aber es war rein in die Doppeldeckung. Kostet Kraft, hat wenig Wirkung. Genau. Jetzt treibt ihn wieder Bernardin Jakai vor sich her. Hellwach, er wirkt nach wie vor hellwach. Bernardin Jakai, der gut sich hier wegduckt auch, wenn so ein Schwinger kommt. Wieder die Rechte. Ja, die Deckung, die Ecke von Bernardin schreit, Deckung erhoben. Er war jetzt einen Moment eher unachtsam, das ist gefährlich. Man darf Nikolic hier nicht unterschätzen. In dieser Phase des Kampfes fehlen mir jetzt die Körpertreffer. Also Bernardin Jakai müsste hier noch ein bisschen mehr in den Körper hineingehen. Seit ungefähr 1,5 Runden sehe ich da relativ wenig. Ein Uppercut, der sein Ziel nicht verfehlt. Nikolic ringt nach Luft. Natürlich extrem intensiv, es ist noch warm hier in der Halle und das war's. Vorerst einmal die 6. Runde mit klaren Vorteilen für Bernardin Jakai. Aber, wie heißt das in einem berühmten Boxfilm, es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Ja, hier hat man wieder den Aufwärtshaken gesehen. Genau. Rechter Aufwärtshaken. Ja, und hier sieht man es. Links, rechts. Und dann kommen die Aufwärtshaken nach einer Vorbereitung mit der linken. Das ist ein klares Konzept und das geht hier natürlich auf. Und jetzt geht es natürlich an die Substanz. Jetzt geht es auch um die Kondition, um den Willen auch. Ringfrei zur 7. Runde. Denn man sieht,
Marko Nikolic ist gezeichnet, ist angeschlagen. Kann Bernardin Jacke das Tempo nochmal erhöhen und seinen Gegner möglicherweise vorzeitig in die Knie zwingen. Ah, das sind Schläge, die in die Doppeldeckung gehen, so wie hier. Das schaut wilder aus, als es dann am Ende ist. Ja, aber zu passiv darf er trotzdem nicht werden. Er muss weiterhin diese Linie verfolgen, das hat er hervorragend gemacht, Bernardin Jacke. Auch her. Man merkt, man merkt. Ihn an. Viel investiert in diesen Kampf. Wir sehen in der siebten Runde, da wären auch die Schläge dann nicht mehr so hart, so präzise. Aber vielleicht bekommt er eine zweite Luft. Schöne Rechte, knackig. Ah, eine wunderbare Kombination. Ja, jetzt müsste er nachsetzen, so wie zu Beginn. Er merkt ja, dass der ein bisschen schwächelt gerade. Aber verständlich, nach so vielen Runden. Ich traue mir das gar nicht hier im Fernsehen zu sagen, weil diese Leistung, die er hier bringt, ist phänomenal. Auch wenn er jetzt nur ein oder zwei Schläge bringt, aber die sitzen. Jeder Schlag, den er eben hier bringt, der ist ein Treffer. Diese Zielgenauigkeit ist sensationell. Wieder der Aufwärtshaken. Es sollte auch das Publikum jetzt langsam wieder in die Gänge kommen, meiner Meinung nach. Also vielleicht nochmal eine Anfeuerung für Bernardin Jacay. Das ist ein Fehler, da kommt die starke Rechte. Aber jetzt muss er nachsetzen. Das wäre wichtig. Ganz klar, am besten den Körper. Die Wirkung gezeigt, diese Rechte. Schöner linker Haken. Wieder. Und jetzt nachgehen. Ja, das ist zermürbend am für den Ende Serben. Der siebten Runde. Wir sind diese im letzten Viertel. Kombinationen, 3 bis 4 Schläge und es sitzen meistens 2 bis 3 Schläge von diesen Kombinationen. Und man merkt, der Serbe wird immer unkonzentrierter. Jetzt hat er schon ein paar Mal mit der Innenhand geschlagen. Kommt auch noch dazu. Ja, unglaublich intensiver Kampf. Da wurde uns nicht zu viel versprochen. Wäre auch ein würdiger Titelkampf, aber das hat Timi Schall auch vorher angesprochen. Hier wieder die Rechte. Wunderschöne Rechte wieder. Also er dominiert den Kampf nach Belieben. Da kommen immer wieder die Treffer. Er arbeitet, wie gesagt, mit der Linken vor. Setzt dann 2er-3er Kombinationen und die sitzen. Ja, 3 Runden. Heißt es noch, konzentriert zu bleiben und das weiter durchziehen, das Programm. Weiter geht's. Da ist das Publikum. Doppeldeckung. Ja, da muss er jetzt sich ein bisschen befreien aus den Seilen raus. Schöner da. Ab in die Mitte. Und wieder mit der Linken vorarbeiten und dann seine Schläge platzieren.
genau dieses Konzept, wie er es die letzten 7 Runden schon gemacht hat. Das muss natürlich hier jetzt weiter vorgenommen werden. Bernhardin Jacke macht jetzt vorwiegend Einzelschläge, geht mit der linken nach vorne und setzt dann ab und zu eine rechte, manchmal auch einen rechten Uppercut. Also diese Kombinationen, die wir die ersten 5-6 Runden gesehen haben, werden jetzt natürlich weniger und weniger. Aber er braucht auf jeden Fall in dieser Runde noch 1 bis 2 gute Aktionen, so wie hier. Ja, wieder die Rechte, schön. Wenn man in die Gesichter blickt, merkt man schon die größere Entschlossenheit, die ist bei Bernhardin Jacke. Ja, Nikolic hat auch nicht wirklich ein Patentrezept gegen diese hervorragenden Kombinationen, die er gesetzt hat. Aber auch diese Einzelschläge. Jeder Treffer eine Wucht. Blitzschnell kommt eine Kombination, eine Links-Rechts-Kombination von Jacke. Der aber aufpassen muss, dass er dann keinen Konter läuft. Achtung. Ja, er muss wieder die Doppeldeckung aufbauen. Er lässt jetzt immer mehr und mehr die Hände runter. Starker Schluss jetzt, aber jetzt muss er selbst ein bisschen aufpassen auch. Ja. Hier sehen wir die Aktionen. Auch hier wieder mit den Aktionen, dass er eben durchgeht. Aber es sind vorwiegend Einzelschläge. Also in den letzten 1 bis 2 Runden sehe ich immer mehr nur die Rechte, so wie hier. Aber diese Kombinationsfreudigkeit fehlt. Und was auch natürlich zu erwähnen ist, die Doppeldeckung. Er muss schauen, dass er wirklich diese stabile Doppeldeckung, die wir in den ersten Runden gesehen haben, dass er die wieder aufrecht hält, gerade in den letzten Runden. 9. Runde. Marko Nikolic weiß auch natürlich, dass er hinten liegt. Er weiß, er kann nur noch gewinnen, wenn er seinen Gegner, in dem Fall Bernhardin Jacke, K.O. schlägt. Also wird er alles auf eine Karte setzen, dann jetzt zum Schluss, den letzten eben 5-6 Minuten, in denen wir uns befinden. Natürlich mit großem Risiko verbunden. Weil er sich weggedreht hat, ja. Aber weil er sich weggedreht hat, da gibt es die Verwarnung für beide und die Ermahnung. Ah, starke Linke. Eine schöne Kombination, ja. Schön in den Körper. Auf die Köpfe aufpassen. Ja, das ist gefährlich in der Phase des Kampfes. Da können leicht Platzwunden entstehen.
So auf dem Anfang kommt er auch nicht mehr durch. Aber Nikolic noch weniger und dass das was zählt. Dürfte er gestolpert sein. Ja. Obwohl man natürlich hier sieht, er ist mit seinen Kräften schon sehr am Ende. Wieder schöne Rechte. Gute Linke zum Abschluss der 9. Runde. Bernhard Ediaka ist auf dem Weg zu seinem nächsten Sieg. Noch einmal eine kurze Schnaufpause. Und dann sehen wir die 10. und letzte Runde im Halbschwergewichtskampf zwischen Bernhard Ediaka und Marko Nikolic aus Serbien. Der Österreicher, der hier klar vorne liegt nach Punkten. Da gibt es jetzt auch, glaube ich, keine zweite Meinung. Da sind sich alle einig. Es könnten noch interessante 3 Minuten werden. Vor allem intensive 3 Minuten. Hat Marko Nikolic noch die Kraft, dass er hier Attacken starten kann. Round 10. Ringfrei zur 10. und für Jaka ist es konzentriert bleiben. Deckung ist das Wichtigste jetzt. Und dann ein paar Treffer landen. So. Bernhard Ediaka muss natürlich versuchen, jetzt den Kampf drüber zu bringen. Weiter so zu boxen wie bisher. Eben seine Vorarbeit mit der Linken und dann natürlich die jeweiligen Kombinationen. Und ganz, ganz wichtig ist diese Doppeldeckung. Genau, so wie hier. Ja, genau. Linke Führhand komplett schnell, genauso wie die rechte. Sehr schön. Das kann ein bisschen rutschig sein auch hier. Diese Aufwärtshaken sitzen noch immer. Er trifft auch noch in der 10. Runde. Hier wieder. Wenngleich man sagen muss, natürlich. Aber jetzt das raus aus der Ecke, dann raus aus der Ecke. Nicht da drin bearbeiten lassen. Nicht den Gegner nochmal stark machen lassen in den verbleibenden 2 Minuten. Und vor allem hier die Deckung aufbauen. Man merkt auch, er wird müde. Bernhard Ediaka hat viel investiert. Vor allem zu Beginn. Man muss hier die Deckung nach oben geben. Ganz, ganz wichtig. Wieder schöne Vorarbeit mit der Linken. Ja, die Deckung muss nach oben. Ja, die Schläge haben nicht mehr diese Power von zu Beginn. Der jubelt schon, das ist ein bisschen zu früh. Zu früh. 1 Minute ist noch. Das Publikum steht jetzt. Das letzte Finish vielleicht, ja. Wieder, Zweierkombination. Nochmal die rechte. Wartet er in den Seil, aber das ist natürlich auch riskant. Schlag am Hinterkopf. Oh, 30 Sekunden. Wieder sehr schön die Rechte hier platziert. So, und jetzt die Schlussattacke von Nikolic. Aber Bernhard Ediaka wehrt sich. Eine wilde Rauferei in der letzten Sekunde. Und das war's jetzt. Ein toller Kampf. Und das Team Ediaka.
sind alle bei ihm. Intensive 10 Runden. Toller Boxkampf hier im Halbschwergewicht in der Südstadt. Und da lässt er sich schon feiern. Bernardin Yakai wird voraussichtlich in Kürze erfahren, dass er den 14. Kampf siegreich beendet hat. Damit ungeschlagen bleibt in seiner Karriere. Da war alles dabei in diesem harten Fight. Natürlich auch viele Emotionen im Spiel. Bernardin Yakai hat natürlich sehr, sehr viele Fans hier mitgebracht, die ihn natürlich auch zum Sieg angefeuert haben. Aber es war eine hervorragende Leistung von beiden Boxern, wohl bemerkt. Marko Nikolic hat ja auch eine hervorragende Leistung abgeliefert. Man muss ja mal dieses Tempo, ja, und diese Schläge 10 Runden lang nehmen. Sehen wir auch Dardan Avdilay, der heute seinen ersten Titel gewonnen hat im Schwergewicht, die internationale österreichische Meisterschaft. Und Yakai ist ja schon IBO Continental Champion. Wird diesen heuer noch verteidigen müssen und auch wollen. Und in dieser Form wird das definitiv ein spannendes Gefecht. Können sich die Fans auch auf einiges freuen. Aber es fehlt ja noch die Urteilsverkündung. Genau. Ich sag heute nichts mehr. Da sieht man auch seine Wurzeln, eben im Kosovo geboren. Albanische Flagge hier in den Händen. Kommt jetzt auch die österreichische. Da gibt es das Shake Hands mit Marko Nikolic. Bakci haben den Kampf einstimmig gewertet. Der IBO-Champion im Halbschwergewicht bleibt weiterhin in Österreich. Hier die Bestätigung. Bernardin Yakai gewinnt einstimmig seinen 14. Kampf. Bleibt ungeschlagen. Da können wir uns und auch die Fans auf mehr freuen, heuer noch und auch in den nächsten Jahren. Da geht es weiter nach oben in der Rangliste für den 25-Jährigen, der sich hier stark präsentiert hat, technisch stark, viele Facetten gezeigt hat, auch konditionell auf einem Top-Niveau agiert. Er wird viele solche 10-Runden-Kämpfe noch bestreiten. Und wenn Bernardin Yakai dann soweit ist, dann wird er uns erzählen, wie es aus seiner Sicht war bei Johannes Kanner. Bernardin Yakai, volle Distanz, volles Tempo bis zur letzten Sekunde. Wie geht's Ihnen? Mir geht's blendend, wirklich. Ich könnte noch weiter inboxen, noch zwei, drei Runden sicher. Was für eine Stimmung. Wow, geil einfach. Geil. Haben Sie das alles mitgespürt? Haben Sie da die Energie bekommen? Jede einzelne Runde habe ich gespürt. Das
Publikum ist einfach der Zauber, wirklich geil. Jetzt hatten Sie mit Marko Nikolic einen extrem starken Gegner. Trotzdem haben Sie den Kampf dominiert, einstimmig gewonnen. Die Ringrichter haben gesagt, super Kampf. Was zeichnet Sie aus? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich über die Runden gehe. Ich habe mir gedacht, ich tue es vorzeitig beenden, aber super, super, super Typ der Marko Nikolic, wirklich super Boxer. In der dritten Runde hatten Sie ihn einmal am Boden. Haben Sie da geglaubt, das könnte schon reichen? Ich habe ihn da am Leber getroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich die 10 Runden übersteht nach dem Leberhaken. Aber muss ich sagen, Respekt, wirklich top. Jetzt haben Sie hier in der Ecke noch Dardan Avdilay gehabt, der Sie da unterstützt hat, auch angefeuert hat. Wie sehr freuen Sie sich für ihn, dass es geklappt hat mit seinem Titel? Also Dardan Avdilay, das ist mein bester Freund. Das ist, sein Sieg ist so, als würde ich selber gewinnen eigentlich. Ich freue mich wirklich sehr für ihn. 14. Sieg, keine einzige Niederlage. Geht das jetzt so weiter? Und es geht so weiter. Was steht jetzt an demnächst? Also jetzt mal ein bisschen ausruhen, was essen. Bei Mäki oder so. Wir schauen jetzt Richtung Europameisterschaft. Lassen wir uns überraschen. Für die Weltrangliste heute auch sehr wichtiger Sieg. Viele Punkte, war das irgendwo im Hinterkopf oder nur auf den Kampf fokussiert? Nein, für die Weltrangliste, da wird sich sicher was ändern jetzt nach dem Kampf. Ja, wir schauen jetzt weiter, wie es weitergeht. Sie haben jetzt zwei super Kämpfe hier gehabt in Marienzersdorf in der Südstadt. Vor diesem Publikum, fühlen Sie sich da so besonders wohl? Also wie vorhin gesagt, Publikum ist einfach geil. So eine Stimmung habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich fragen, wartet die Verlobte, richtig? Ja, genau, das ist meine Verlobte. Komm, sie ist ein bisschen schüchtern. Müssen wir auch gleich fragen. Schöne Momente, sind Sie stolz? Ja, sehr, sehr. Hat er sich verdient. Jetzt muss ich trotzdem fragen, hätte er noch was besser machen können? Nein. Er ist der Beste. Vielleicht in der Beziehung schon. Nein, aber ich gratuliere Ihnen. Es war wirklich toll zum Zuschauen. Das Feedback ist genial. Merken Sie bei sich selber jetzt auch von Kampf zu Kampf da diese Weiterentwicklung? Also nach letzten Kampf gegen den Nasser Bukenya, da hat sich wirklich einiges gesteigert nach dem Kampf. Also 10 Runden zu boxen ist wirklich geil. Und das geilste Limit? Weltmeisterschaft. Also Weltmeister zu werden, natürlich. Ja, ich drücke Ihnen von ganzem Herzen, dass es klappt. Das ist Ihr Traum? Sicher, 100 pro. Seit klein auf sogar. Und dafür trainieren Sie jeden Tag und investieren? Und ich trainiere jeden Tag, um ehrlich zu sein. Ich tue auch arbeiten, Vollzeit. Ich tue in der Früh trainieren und am Abend, weil leider es gibt weniger, die uns unterstützen, also sponsormäßig. Aber ja, daran kann es ja nicht hindern, also wir machen weiter. Ich bin mir sicher, dass nach diesen tollen Fights noch einige dazukommen werden. Danke vielmals. Wollen Sie Ihren Fans noch irgendwas ausrichten, vielleicht zum Abschluss? Ja, bitte. Also kann ich vielleicht das andere Buch. Danke wirklich für die Unterstützung, auch die im Live. Auch die uns live in Kosovo unterstützen. Das ist auch live in Kosovo. Also wirklich danke, danke für die Unterstützung. Danke sehr. Perfekt, dann jetzt lassen Sie sich Ihr Abendessen gut schmecken und vorher noch die Dusche. Danke sehr. Bis dann. Ja, das war's ja also. Wieder ein furioser Boxabend hier in Marienzersdorf in der Südstadt mit sehr erfreulichen Ergebnissen aus rot-weiß-roter Sicht. Da tut sich was im österreichischen Boxsport, so sicherlich auch am 1. April bei der Bounce Fight Night. Aber wir haben morgen schon wieder volles Live-Programm in ORF Sport Plus. Los geht's um 10.55 Uhr mit dem Freestyle-Weltcup Frauen-Slopestyle aus Silvaplana. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Schlafen Sie gut und ja, wir sehen und hören uns morgen wieder. Bis dann.